Nach langer Verletzungspause sieht man den Stolberger Max Neukirchner wieder auf zwei Rädern, die allerdings nicht von seiner Yamaha R1 angetrieben werden, sondern von Max persönlich. Neben verschiedenen Reha-Maßnahmen absolviert Max zurzeit das Training hauptsächlich mit einem Vario-Bike. Das sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, ist aber eine optimale Trainingsmethode. Ja, momentan trainiere ich sehr, sehr viel mit meinem neuen Trainingsbike. Das nennt sich Vari-Bike. Da kann man gleichzeitig den Oberkörper mit trainieren und die Beine. Und das hilft mir derzeit auch optimal, um auch schnell wieder fit zu sein, um schnellstmöglich wieder auf den Motorrad zu kommen. Aktuell ist Max in der IDM-Wertung noch mit 101 Punkten auf Platz 6, nach insgesamt 12 Läufen zur IDM Superbike 2015. Davon stand Max nur 6-mal in der Startaufstellung, wo er immerhin 5-mal auf dem Podest stand. Das ist ein super Resultat, wenn man bedenkt, dass er dieses Jahr nicht nur in einem neuen Team, sondern auch mit einer brandneuen Yamaha R1 fährt. Er und sein Teamchef Michael Galinski waren bis zum Sturz am Nürburgring sehr zufrieden. Man sah eine reale Chance, um den Titel 2015 zu kämpfen. Aktuell und wenn alles gut läuft, sitzt Max im September wieder auf seinem Motorrad. Sein Ziel ist es, beim 8-Stunden-Rennen in Le Castellet und beim Finalrennen der Superbike IDM am Hockenheimring teilzunehmen. Übrigens, wer einmal zusammen mit Max Neukirchner Rennstreckenfeeling erleben will, der hat dazu ab Herbst die Möglichkeit. Mein Traum ist es ja Mitte September, das 24-Stunden-Legendäre von Le Castellet mitzufahren. Das ist wirklich mein Traum, da ja, trainiere ich drauf hin. Und wenn das halt noch nicht funktioniert, ist dann eine Woche der IDM-Lauf auf den Hockenheimring. Da will ich unbedingt mitfahren, um nochmal ja, zu beweisen, dass ich wieder topfit bin. Auch 2016 sehen wir den sympathischen Stolberger wieder in der IDM Superbike, auf der Rennstrecke.